Da! Wir sind aufgespießt, dass du da oben mal hingehängt hast. Oh. Warte doch, dass dein Programm wieder läuft, oder? Ja, natürlich. Ja, nice. Das Beste, was ich machen kann gegen die Gegner. Der Tag ist vor allem richtig stark einfach. Ja. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Bin zwar immer noch zu dumm zum Ausweichen, aber hey. Die Gegner hast du trotzdem hinbekommen. Öh. Ist nichts. Toll. Kleine Schmollecke. Vielleicht sind wir auch einfach maßlos unterlevelt. Oder du solltest ja aber nicht sein. Ich tippe ja da drauf. Aber hallo? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier letztendlich gelandet bin, aber... Du bist einfach irgendwie in einem Seitengang gefolgt. Bin einfach in einem Loch gelandet. Ja. Und plötzlich warst du hier. Passiert schon mal. Ist hier nochmal so eine geile Geheimecke? Maybe. Da hinten sehe ich eine Truhe. Oh. Nice. Oh. Gedächtnislegierung. Okay. 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 Oh. Oh. Mehr Loot. Ein zerrissenes Buch. Toll. So. Guck mal, da sind die Pipelines. Ja. Aber wir haben ja noch einen Gang. Ja. Den höre ich jetzt noch. Und dann gucken wir mal, ob wir zu den Pipelines zurückkommen. Und den Pokies. Oh, das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich das hier machen. Aber dafür, dass ich jetzt schon eine Woche nicht mehr gespielt habe, finde ich aber erstaunlich gute Kontrolle eigentlich. Hm. Also für meine Verhältnisse. Alles unter Kontrolle. Oh, auch wenn ich mich kurz erschrocken habe, als sie dann dazu dritt vor mir standen. Echt, wäre das Ziel gewesen? Hast du gar nicht so drauf geachtet? War zumindest laut Karte da. Ja gut, da war meine Hast Tür. Hast du quasi oben alles gespart und bist einfach unten durchgelatscht. Ja. Schöne Stealth-Aktion. Was sind noch mehr? 5 Stück. Der hat einen Schutz, glaube ich, gegen Schüsse. Oh, au! Da wieder runterschlagen. Richtig. Gehen Sie bitte weg. Das ist mein Platz hier. Ja. Ich sagte, gehen Sie weg. Sind sogar fast alle schon tot. Nice. Hallo? Oh, er hat Puff gemacht. Wie die einfach da oben. Hier sind schon wieder 2 Gänge. Ich kacke ab. Komme ich da wieder hoch? Ich glaube. Komm jetzt mal den unteren. Ja, die Perspektive ist ein bisschen anstrengend zum Kämpfen, das stimmt. Weil ich immer das Bedürfnis habe, die Kamera so ein bisschen zu drehen, aber es geht einfach nicht. Das ist ein Weg zurück zu da, wo du eben reingekommen bist. Ja. Vielleicht. Irgendwie. Aber hier ist eine Truhe wieder. Kannst du sie bitte... Achso, ich stehe neben der Truhe. Ich muss mich schon davor stellen. Zack. Ein Tierköder. Geil, wir können wieder auf Elche reiten. Da bist du runterge... Oder? Wait. Kann ich noch weiter runter? Moment, nee, ich glaube, da warst du vorhin. Ja, da unten warst du schon. Da bist du vorher reingegangen. Okay. Dann... Hier? Ja. Im Moment. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Das ist einfach der zweite Gang. Achso, ja. Es irritiert mich, dass die Karte manchmal ein Momentchen braucht. Okay. Frag mich, ob sie hier runterfallen kann, wenn ich blöd bin. Wahrscheinlich. Oder ob sie da quasi einen Schutz gegen hat. Irgendwann fällt runter und kriegt Schaden. Wenn die hier runterfällt, kommt die nie wieder lebend da raus. Okay. Ich will auch einen Elch als Haustier. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der so gut in deine Wohnung passen würde. Wahrscheinlich einfach alles anknabbern. Inklusive Gracies Haaren. Ja. Dann wacht sie irgendwann auf und hat eine Glatze. Ja. Na guck mal, ich kann die zumindest speichern. Ja. Aber ich wüsste jetzt erstmal gerne wieder, wo ich bin. Bei mir ist Stuff. Okay. Aber die kann ich erstmal... Wobei, kann ich die aufmachen? Glaube. Oh, perfekt. Was war alles in dieser Truhe drin? Viel Stuff. So. Jetzt kannst du wieder zurück. Aber wenn ich... Wenn er mir schon sagt, ich kann hier speichern,
Dann mache ich das auch gerne mal, damit ich meinen ganzen Loot auf jeden Fall auch habe. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Kann ich dir gerne sagen. Nice. Solange du nichts sagst, laufe ich einfach geradeaus. Mhm. Da. So. Jetzt? Solange ich nichts sage, läufst du geradeaus. Okay. Muss ich jetzt bei diesem ganzen langen Gang entlang? Ja. Okay. Aber nur für dich. Nein, ess was. Er kommt nicht hinterher. Jetzt links rum. Dann nach oben gleich. Da hinten. Ich glaube, du musst hier runterspringen. Ja. Dann links die Wand hoch. Einfach gerade die Wand hoch. Ja. Macht wie so ein Skyrim-Pferd. Ja. Ja, dem Canyon-Verlauf bitte 3 Kilometer folgen. So, jetzt bist du wieder hier. Jetzt kannst du dich hier wieder umschauen. Yay! Oh, da ist ja noch einer. Kaputt. So, bevor der mich ärgert. Wo ist denn meine Pipeline? Das ist die hier, ja, auf die ich mich drauf gestellt habe? Ja. Ah, dahinter ist auch einer. Kann ich dem... Nein. Pipeline schützt. Ich glaube, der will nichts von dir, der versteckt sich nur. Okay, dann darf er... Hallo, na? Ich hoffe, ich habe ihn hinter mir jetzt nicht getötet, das war nicht meine Absicht. Wahrscheinlich schon. Ne, er lebt noch! Okay, der hat zwar auch rote Augen, aber der darf leben. Okay, töte mich nicht. Bitte. Da links war noch was im Gebüsch. Da ist was im Busch. Und dahinter sind noch 2 Gegner? In so einer kleinen Kuhle hier. Ist überhaupt noch was? Ach, da. Also, die gucken sich wieder die Wand an oder so. Er sieht mich nicht, ich sehe ihn nicht, alles okay. Ist das hier die stille Ecke, wo die abgestellt werden, wenn die Mist gebaut haben? Okay. Okay. Dann halt nicht. So, da wäre ein Weg. Hat das Gebäude drauf? Auf das hier? Mhm. Ich kann zumindest den Loot noch mitnehmen. Den Loot? Das Loot? Die Loot? Das. Okay. Nein! Das ist jetzt ein Stalker gewesen. Bin ich da rein? Nein. Nein, natürlich nicht. Ah, da ist sogar noch eine Truhe. Ja. Hast du die von unten gesehen? Nein. Okay. Aber mehr G's. G'd? Mehr G. Ach so. Und mehr Items. Gehe ich jetzt geradeaus? Oder links rum? Kannst du die Höhle rein? Die auf 12 Uhr? Ja. Gucken wir doch mal. Laut Karte nämlich ja. So ein Minecraft-Dungeon oder wie? Weiß nicht. Da geht's zumindest runter. Ach, nicht schon wieder. Dann geht's wahrscheinlich nur wieder raus. Oh, noch mehr Stuff. Die würden nicht schon wieder in den Untergrund gehen. Das sind bestimmt irgendwelche Creeper oder so. Große Erholung. Vielleicht war ich hier auch schon. Na, it's a trap. Ja, da ist nämlich wieder meine Tür. Ja, na gut, dann rechts rum. Rechts? Jo. Ich bin so schnell gefallen, ich konnte gar nicht reagieren. Und hoch. Hoch? Jo. Ich dachte mir nämlich so, ja, guck's mal, was das ist. Und dann war ich irgendwie schon im freien Fall. Aber ich bin immerhin nicht dabei verreckt. Abkürzung für die Tür. Vielleicht. Ja. So richtig begeistert war ich jetzt aber nicht. Und jetzt? Weiter geradeaus. Kommt man hier nicht irgendwie raus? Oder war das auf der anderen Seite? Da? Kann man da hoch? Probier's mal aus. Hast du mich jetzt falsch geleitet? Nein, hätte ich immer hier hergeleitet, um zu gucken, ob man hier eventuell durch kann. Nein, ich komme da nicht hoch. Dann halt nicht. Och Jan, ich wollte hier schon raus und nicht in irgendwelche Sackgassen laufen.
Es fühlte sich nämlich schon so falsch an, weil ich das Gefühl hatte, wir sind beim letzten Mal woanders lang gelaufen. Sind wir auch. Wieso tust du mir das an? Ich wollte gucken, wo der Weg hinführt. Aber du wusstest, dass er doch ins Nichts führt. Nein. Oh. Das war schon nicht so nett von dir. Ich habe nur ein S verloren. Der schmollt jetzt mit den Robotern in der Ecke. Da ist er wieder. Ist einfach geportet. Ist einfach zu lahm. Der fand das auch nicht so witzig, dass er falsch geleitet wurde. So. Ich glaube, ich laufe richtig. Mhm. Wieso, mein Orientierungssinn ist schon besser als deiner. Ich wusste ja, dass da oben eine Sackgasse ist. Ich wollte nur sehen, ob man aus der Sackgasse auch rauskommt. Sind die alle wieder da? Ich hoffe mal nicht. Naja, aber der Random Loot spawnt wieder neu. Ja! Und mein Roboter ist da. Ich sehe seine Füße. Auf der anderen Seite. Okay. Vielleicht sind wir auch vom Level her so niedrig, weil ich immer alle Roboter leben lasse, weil die mir leid tun. Ich töte ja dafür alles andere. Ja. So. Das Ziel ist irgendwo da. Mhm. Was ist hier jetzt noch? Bin ja schon irgendwie neugierig. Weg in den Untergrund schon wieder? Oder eine Wand? Eine schöne Wand. Da ist ein Weg in den Untergrund. Just no. Rein da! Nein, da war ich jetzt! Da warst du doch nicht! Da war ich jetzt schon genug! Wieso schickst du mich immer in den Keller? Da ist es kühl. Ich will das nicht. Irgendwo ein Gegner. Da vorne. Hier, Tim. Hat er ein Cape? Oh, sind drei. Ist Level 12 sogar. Ja! Schick mich erstmal hier hin! Ja, genau! Heilen? Ja, ich wollte erstmal entkommen. Okay. Und jetzt zurück und weiter töten. Du bist so ein Sack. Geh mal in die Höhle, was kann schon passieren, sagte er. Okay. Okay. Ich glaube, ich treffe ihn auf mich. Das hat weh. Aber die kommen dann wieder nicht dran vorbei an dem Ding. Okay. 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 Da liegt was. Konter. Okay. Ich habe im Modkeller nichts zu suchen. Nee, bin schon geflohen. Beste Entscheidung meines Lebens. Jetzt kriege ich mehr als eine Scheibe Brot. Da ist noch einer. Einen schaffst du. Sag doch einen, schaffst du! Er ist einfach zerfallen! So, da oben. Ja. Oh. Ich glaube, da kommst du nicht hin. Wie nicht? Okay. Hast du mir einen starken Gegner besiegt? Oder kannst du das von hier unten aus abschließen? Das wollte ich gerade versuchen. Kann's auch nicht anvisieren. Kannst du die Kamera nicht einfach drehen, nach oben gucken? Ja, gut. Ich glaube nicht. Okay. Warum hast du mich jetzt hier reingeschickt? Für nichts! Doch, für die Erfahrung bei den Gegnern. Du wolltest mich sterben sehen. Das wäre witzig gewesen. Ne? Aber du hast, wie erwartet, überlebt. Wie erwartet? Hast du das wirklich erwartet? Ich gehe voll aus, dass du die kaputt haust. Wirklich? Wieso schickst du mich in die Höhle? Das frage ich mich auch. Du kannst ja wieder speichern. So. Warum sind die jetzt schon alle wieder da? Ich will noch irgendwas von denen. Bei der.
Von irgendwas muss ich auch leben. Hallo. So, dann jetzt in die Richtung. Mhm. Denke ich. Vielleicht. Höhle, Höhle, Höhle. So, hier war doch auch noch einer, ne? Zwei. Die wollen sogar was von dir, aber die sind sogar auf deinem Level. So halt. Autsch. Gibt der noch? Oh, jetzt nicht mehr. Da ist Stuff. Ich habe Angst vor diesen schmalen Gängen. Warum? Will mich immer in den Untergrund führen. Nicht die jetzt nicht. Das sind Paukis. Gut, die sind ja halbwegs angenehm. Mhm. Spießt da einmal auf und gut ist. Ich könnte aber auch mal einen normal bekämpfen. Wop. Die halten echt nicht viel aus. Mhm. Okay. Und irgendwo war doch noch einer. Da. Werden so lange Klamotten tragen, dann auch noch schwarz in der Wüste? Weil ist es hier ja halbwegs angenehm? Also lange Klamotten musst du in der Wüste so oder so tragen, aber dann besser weiß. Ja gut. So, da geht's irgendwie zum Ziel. Jo. Dann guck ich erstmal hier. Ins Gebäude rein? Ja, das auch. Komme ich wieder zurück? Ich glaube, in diesen schmalen Gängen war ich schon fast irgendwie zwischenzeitlich mal. Nicht in dem da. Und viele Gegner. Gucken wir erstmal das Gebäude an. Die hupfen hier rum. So. Auf wen? Och, da! Sagen, auf wen schießt du da eigentlich? Einfach stand da random rum. Die hüpfen? Du meinst, sie hüpfen? So. Jetzt haben wir hier schon mal aufgebaut. Aufgebaut? Ja! Ein schönes aufgebaut. Wir haben unseren Picknicktisch aufgebaut. Aus den toten Teilen dieser Roboter. Nein, es gilt schon mal die Würstchen. Du kannst einfach in die Luft halten, das gilt dir wahrscheinlich auch schon. Ja! Okay. Nein, er ist sofort runter. Ich sehe halt keine Notwendigkeit, runterzuspringen gerade. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Boom. Ich fand das jetzt nicht so nötig. Level up! Was ist... Er lebt wieder. So halbwegs. Wie der mir die Fresse geschlagen hat! Ja! Das war alles nur ein Akt, um mich anzulocken. Richtig, hat schon baitet. Okay. Autsch. Irgendwie hat er mir schon die Fresse poliert, oder? Ja. Und hier sind auch noch irgendwelche Gegner in der Ecke. Hallo? Oh. Klappt auch so. Muss mir halt nur angewöhnen, Pottbert immer schön schießen zu lassen, ob er was trifft oder nicht. Mhm. Er könnte ja mal was treffen. Eben. Okay, dann laufe ich jetzt zum Ziel. Ist zumindest, ich weiß gar nicht mehr, was unser Ziel ist. Zerstöre die Roboter in der Wüste? Mag sein. Irgendwo hier? Ach, da oben. Guten Tag. Hey. Our leader told me all about you.
Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Okay. Jackass. Das wollten sie wohl nicht so stehen lassen. Warum wollten sie dich nicht Jack Arsch nennen? Ich weiß auch nicht. Oh, Knallkopf finde ich auch witzig. Hm. So, dann denke ich mal, wir müssen weiter in die Richtung. Mhm. Zack. Schön, dass du mir den Weg frei gemacht hast. Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Wir beschweren uns nicht. Passt schon. Also irgendein Gegner ist hier auf jeden Fall noch. Ja. Nicht nur einer. Oh, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich wollte ja nur gucken. Mal da durch. Irgendwas ist da. Das ist ein kleiner Springer. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Ja, ein Stein. Ja gut, sie ist ein Knallkopf und hat es in die Luft gejagt. Da kannst du nichts gegen sagen. Huch. Kleine Hüpfer wieder mit einer Maske. So. Kaputt. Jo. Eine Kugel. Ein Zahnrad. Das ist ein riesiges Gebiet, was da gleich vor dir kommt. Das kann ich dir dann überlassen, wenn du Bock hast. Ah ja. Ja, wenn es sein muss. Aber erstmal gucken, was passiert, wenn ich mich da gleich oben hinstelle. Verlassen wir jetzt quasi das Plateau. So fühle ich mich gerade. Jetzt bist du in der Wüste. Ja, viel Spaß, Jan. Jo. Wüstenregion. Das war quasi nur das Übergangsgebiet gerade. Viel erkunden musst du jedenfalls nicht. Ja, doch, jeden einzelnen Sandkorn umdrehen. Zumindest noch an die Kante stellen. Hier so irgendwie. Oh. Well. Ja, so halbwegs. Was sagt denn die Karte dazu? It's bit. Ja. Close one. Ich bin da. Zumindest wäre hier noch ein Punkt und hier. Mhm. Die Sache ist, willst du erstmal versuchen, hier hinzukommen? Wenn es auf meiner Höhe ist. Könnte. Jo. Und unter der Erde. Mal gucken. Ja. Dann gebe ich dir immer den Controller. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich jetzt tatsächlich schon eine Stunde erkundet habe. Im Prinzip. Gut, ich bin halt auch einmal. This sand sure is slippery. Bin halt auch einmal zurückgelatscht zur Fabrik und jetzt halt in die Wüste und war eine ganze Weile im Untergrund. Und Jan wollte mich tot sehen. Ah. Mehrfach.